Herzlich willkommen in der E-Bike-Erlebniswelt Erhard Mott in Lauda. Mein Name ist Steven Mann. Ja, und ich bin der Erhard Mott, jawohl. Und wir stellen Ihnen heute zusammen unser Test-E-Bike, den Charger 4 Mixte, vor. Ja, was haben wir da vor uns? Charger 4 Mixte? Ein Klassiker in der Riese und Müller E-Bike-Welt. Ich liebe dieses E-Bike, es hat Fahreigenschaften. Also ich bin früher Motorrad gefahren und es hat Fahreigenschaften wie ein Motorrädler. Sie können auch, das können Sie dann bei uns testen, tatsächlich auch bei hoher Geschwindigkeit vorsichtig mal die Hand vom Lenker lösen und Sie werden merken, es läuft schnurgerad. Ja, also was haben wir denn hier in unser Testrad 2023 alles für Technik einbauen lassen? Ja, die Enviolo-Schaltung, mittlerweile bekannt unter diesem Namen, früher hieß sie Nuvinci. Wird angetrieben über einen Gates-Zahnriemen. Das ist ein, ich sage es mal, nahezu wartungs- und verschleißfreies System. Wir haben Lebenszeiten mittlerweile, Laufleistungen von 30.000 Kilometer und mehr von dem Zahnriemen. Die Enviolo-Schaltung ist vollkommen wartungsfrei. Eigentlich ein E-Bike gebaut für die Ewigkeit. Das können die Deutschen sowas. Was haben wir noch drin in dem Rad? Schon serienmäßig bereits eine sehr starke Vorderradgabel, luftgefedert, breite Bereifung, Ballonbereifung, 27 Zoll, damit Sie auch komfortabel fahren können. Das unterstützt auch das sichere Fahrverhalten, wie ich es vorhin erwähnt habe, motorradähnliches Gefühl haben Sie da. Wir haben sehr, sehr gute Bremsanlage, das sind die Magura Scheibebremse, die MT4. Und Sicherheit ist ganz groß geschrieben bei Riese und Müller. Das Licht, das wir hier haben, ist auch ein Auf- und Abblendlicht. Denn wenn Sie über unbeleuchtete Straße fahren, vor allen Dingen schnell, durch den Wald durch vielleicht, dann haben Sie nachts ein tolles Licht. So, wirklich, wirklich hell. So, da vorne übrigens, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, das ist optional, bieten wir so einen Taschenhalter an, der nicht am Lenker montiert ist, sondern hier unten. Und der das Lenken nicht einschränkt. So, ja, was haben wir denn noch zu sagen? Das Smart-System, sagst du. Genau, ansonsten haben wir das Smart-System verbaut. In Kombination mit dem Intuvia 100. Ist jetzt neu auf den Markt gekommen. Thema Smart-System, Sie können jegliche Einstellungen vornehmen am Handy. Das ist der große Vorteil. Wenn Sie am nächsten Tag eine sportliche Tour fahren, machen Sie die Einstellung auch sportlich. Fahren Sie am übernächsten Tag mit Ihrer Frau oder mit Ihrem Mann eine gemütliche Tour, stellen Sie alles auf den Tourmodus um. Ansonsten haben wir hier einen größeren Akku verbaut, einen 750er Akku. Der geht dann auch wirklich nie leer. Ja, also ich habe es ausprobiert mit meiner Frau. Man kann Tagestouren, Berg hoch, Berg runter. Frauen nehmen sich mehr Unterstützung oftmals vom Motor, weil sie vielleicht ein bisschen schwächer sind. Weiß es nicht. Aber jedenfalls meine Frau, jedenfalls, die hat sich dann dort hochschieben lassen von dem starken CX-Motor. Und der Akku ist einfach nicht leer geworden. Genau. Also es ist eine neue Dimension des E-Bike-Fahrens. Also Sie müssen jetzt nicht zu uns kommen, den Akku leer fahren, weil dann sind Sie ein paar Stunden beschäftigt. Allerdings kommen Sie nach Lauda und lassen Sie sich überzeugen von dem Modell, weil es lohnt sich wirklich. Auch vor allen Dingen das richtig auf Teststrecken, die wir Ihnen anbieten, das Probe zu fahren und nicht nur einfach nur hin und her, sondern wir haben tatsächlich steile Anstiege, wir haben Serpentinen zum Fahren, Hochgeschwindigkeitsstrecke bergab, wo Sie tatsächlich auch 60 km/h erreichen können, wenn Sie es wollen. Melden Sie sich einfach an. Wir haben so ein Anfrageformular und gebe einfach an Ihren Namen und dann setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, machen einen Termin aus. Ja, und dann schicken wir Ihnen alle Informationen, damit Sie sich schon zu Hause vorbereiten können. Denn einfach draufsetzen und losfahren, so einfach ist es nicht. Da helfen wir Ihnen dabei.